Hallo liebe Mitfahrer, herzlich willkommen zum neunten und letzten Teil unserer Balkantour 2019. Wir fahren von Mostar in Bosnien und Herzegowina bis nach Bad Kissing auf die Abenteuer- und Allradmesse. Von Mostar aus fahren wir auf der M17 ein ganzes Stück entlang der Neretva. Tagesziel für heute soll Jajce sein. Wir wollen die Bliba-Wasserfälle besichtigen, die sich dort mitten in der Stadt befinden. Fast mitten im Zentrum der Stadt Jajce stürzt sich die Bliwa ca. 20 Meter in die Tiefe. So entstehen dort die Bliwa-Wasserfälle. In dem Becken unterhalb der Wasserfälle soll man auch baden dürfen. Um dorthin zu kommen, muss man vom Parkplatz aus der Ausschilderung bergab folgen. Allerdings wird dort ein Eintritt erhoben. Oberhalb der Wasserfälle kostet es keinen Eintritt. Für die Nacht wollten wir uns ein schönes Plätzchen am Bliwasee westlich von Jajce suchen. Dort angekommen haben wir uns das schnell nochmal anders überlegt. Wir sind viel zu viele Menschen unterwegs. Wir fahren also weiter die M5 entlang und suchen uns ein etwas ruhigeres Plätzchen. Der Feldweg, den wir uns aussuchten, brachte uns auch nicht direkt zu einem Nachtplatz. Entlang des ganzen Weges war kein ebener Platz zu finden. Auf beiden Seiten des Weges Böschung, immer wieder Weidezäune, ab und zu ein Gehöft. Selbst auf dem Weg mussten wir Gatter öffnen, um weiterfahren zu können. Dichtes Buschwerk verhinderte das Unterziehen. Mitten auf dem Weg stehen bleiben wollten wir auch nicht. Aber Spaß gemacht hat es, sich mit dem Duo auf dem engen Weg durch die Büsche zu schlagen. Nur den Seitsfenstern hat das nicht gefallen. Die haben wieder einige neue Kampfspuren dazu bekommen.
Nach dem kleinen Haken sind wir dann doch auf der M5 weitergefahren. Westlich Mirkowitzgrad an einem Freizeitgelände mit großem Parkplatz haben wir in der Dämmerung noch kurz vor einem Gewitter einen passenden Platz für die Nacht gefunden. Auf dem kurzen Stück durch Kroatien haben wir in der Nähe der slowenischen Grenze bei der Stadt Karlovac ein Museum gefunden, welches sich mit dem Balkankrieg befasste. Leider war dieses aufgrund von Baumaßnahmen geschlossen. Dann gab es wieder einen angemessenen Nachtplatz am Waldrand, kurz vor der slowenischen Grenze. Der Bauer, dem die Wiese gehörte, kam kurz vorbei, um zu sehen, wer sich da auf sein Grundstück stellt, hatte aber dann nichts dagegen, dass wir die Nacht bleiben. Dienstag, den 18. Unsere Balkan-Tour ist nahezu zu Ende. Wir sind schon wieder in Slowenien, in Novo Mesto und auf dem Weg zur Allradmesse, wo wir morgen Abend, also am Mittwoch, einlaufen wollen. Hier in Slowenien haben wir wieder richtig gute Straßen, das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Überall frische Fahrbahnmarkierungen, da geben die sich richtig Mühe. Es sind teilweise sogar viel zu viele Striche auf der Straße. Wir bemühen uns, mautfrei zu fahren. Auf der Fahrt runter zu ist, hat das geklappt. Hoch zu sieht es auch gut aus bis jetzt. Wir haben zwar das Glasgow-Gerät an Bord für über 300 Tonnen. Bis jetzt brauchten wir es noch nicht. Die Ortschaften, wo wir hier durchkommen, die sind meist für über 7,5 Tonnen beschränkt. Da kommen wir mit unserem Büro ja noch ganz gut durch. Slowenien haben wir an einem Stück durchfahren. Bei Dobograd sind wir dann über die Grenze nach Österreich. Nun geht es runter nach Hohentauern und weiter Richtung Liezen, wo wir die Nacht auf einem Wohnmobilstellplatz verbringen können. Die letzte Etappe, ca. 430 Kilometer bis Bad Kissingen. Mit ständig um die 100 km/h sauste der Duo die Autobahn entlang und machte seinen bis dato niedrigsten Durchschnittsverbrauch. Das war's, wir sind auf der Abenteuer Allrad und die Reise ist zu Ende. Ich danke allen, die mit uns mitgefahren sind. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ich immer wieder nach dem Spritverbrauch des Duos gefragt werde und was der Spaß denn alles so kostet, möchte ich euch hier noch ein paar Daten und Fakten mitgeben. Die gesamte Reise hat uns 2150 Euro gekostet. Wir waren 31 Tage unterwegs. Das entspricht ca. 69 Euro pro Tag, also pro Person 34,50 Euro. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, eine Pauschalreise nach Montenegro rauszusuchen. Wenn man die mit Transfer von und zum Flughafen rechnet, kommt man für 28 Tage auf ca. 3000 Euro. Das macht also ca. 107 Euro pro Tag oder 53,50 Euro pro Person am Tag. So teuer ist das Reisen mit dem Duo also doch nicht. Insgesamt sind wir 4613 Kilometer gefahren.
Enduro verbrauchte auf dieser Etappe 1108 Liter Diesel. Das macht einen Durchschnittsverbrauch von 24 Liter. Der höchste Verbrauch in den Bergen von Albanien lag bei 37,46 Liter auf 100 Kilometer. Den niedrigsten Verbrauch erreichten wir dann auf der Autobahn von Österreich zurück nach Bad Kissingen mit 17,88 Liter auf 100 Kilometer. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch noch einen Daumen hoch zurück. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.